Wenn ihr das Video letztes Mal gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich ein Programm habe, das jede Stimme nachmachen kann. Und Leas Stimme war jetzt auch dabei. Lea, was sagst du da? Was hast du da gesagt? Hey, ich bin's Lea und ich liebe es, an Kotthaufen zu müffeln. Was soll das? Ach Lea, was hast du denn schon wieder gemacht? Oh mein Gott. Hi, ich bin's Lea und ich habe mich gestern mehrmals eingeschissen. Das ist wahr, ja. Was machst du da, Lea? Glaubst du gerade Hagam? Hi, ich bin's Lea und ich bin eine kleine dreckige Diebin, die verhaftet werden sollte. Lass mir was sagen, los. Lass es machen, was du willst. Hallo, ich bin Moritz und ich bin ein Fettsack und habe eine Monobraue. Hab ich gar nicht. Warum hört sich das so lustig an? Monobraue hätte ich schnell gesagt. Hey, hab ich eine noch? Ich hab keine gerade aktuell. Ich hab immer, nach 7 Tagen habe ich eine. Es tut mir leid, Freunde. Wir haben uns einen Tisch geschnappt, einen Buzzer und ein Mikrofon und wollten in der Kölner Innenstadt das Kölner Supertalent finden. Ich war Dieter Kegel und Sven war auch mit dabei. Digga, sind das die Stühle aus meiner Wohnung, du Vollidiot? Ja. Danke dir, du dummer Idiot! Leute, wir werden jetzt in der Kölner Innenstadt eine Folge Supertalent aufnehmen und wir werden jetzt die besten Talente in Köln finden. Das Ganze war natürlich gesponsert von Hagam. Die ersten Talente waren absolut fail. Und er meinte, er konnte perfekt unser Gesicht zeigen. Malt er nicht gerade? Er malt gerade. Also jetzt schon fertig? Ich wäre fertig. Ach du Scheiße. Dann zeig mal gerne her. Es geht ins Finale! Perfekt! Es waren auf jeden Fall wilde Talente dabei, zum Beispiel der Uhu-Typ. Wie heißt du, was ist dein Talent? Ja, ich kann halt ein Uhu imitieren. Ein Uhu imitieren. Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ist so, ne? Er sieht wirklich eins zu eins aus wie du. Er sieht echt ein bisschen aus wie ich. Bist du mein Bruder, der lange verschollen war? Oder wo warst du die ganze Zeit? Vielleicht. Wo war er die ganze Zeit? Jemals gesehen haben und das sagt sehr viel über diese Show aus. Also ich bin Janne. Ich bin Jette. Und ich bin Marie. Ich bin auch dabei. Sie singt und wir tanzen. Okay, ja. Okay, dann los. Heute Abend gehe ich raus und ich weiß, es gibt Applaus. Ich fühle mich disco. Hey! Hey! Und die Ladies hey. In the house sehen prima aus. Ich fühle mich disco. Mehr klatschen! Ich fühle mich disco. Und weiter! Ist vorbei! Achso! Wir werden auf jeden Fall weiter. Hey, alleine der Mut hier, das hier vorzutragen ist. Das war schon wirklich sehr stark. Und Leute, die ich noch nie gesehen habe, kamen auch vorbei. Die nächste Kandidatin, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Die kommt mir auch sehr bekannt vor, die Frau. Hallo! Hi! Wie heißt du? Was ist dein Talent? Ich hab dich schon mal irgendwo gesehen. Ich bin Zoe und ich kann euch im Arm drücken besiegen. Beide? Nee, nur einen von euch. Okay, ich stell mich der Challenge. Okay. Nur aus Spaß. Hä? 3, 2, 1, go! Jungs, der Tisch geht kaputt! Ich gewinne, das ist scheiße. Was hast du gesagt? Ich kann gar nicht mehr! Ja! Achso, nein! Du bist nicht raus! Du bist weiter! Digga, kam eine riesige Zuschauerschaft, die einfach dann da zugeschaut haben. Guck mal, wie viele Leute sind hier mittlerweile, Digga. Wie viele Leute sind hier sogar von den Dächern haben zugeschaut. Dann kamen auch richtige Talente, richtig gute Sänger waren dabei. My head's underwater, but I, cause all of me. Okay, du bist raus, denn du bist in der nächsten Runde, du bist im Finale. Ich bin ein kölsche Jung und Union lache. Nee, ich bin brav. Einer hat komplett abgerissen, der hat direkt den goldenen Buzzer bekommen. Cause I need love, love, please forgive me now, I need to have me know. Es wird, glaube ich, das erste Mal Zeit, dass wir den goldenen Buzzer bekommen. You, I can't believe. Wir wurden dann auch selber als Moderator herausgefordert. Also, ich mache erstmal einen Handstand, battle mit euch. Mit uns? Ja. Ich kann sowas nicht, ich bin nur der Moderator, ich bin nicht. Dieter Kegel. Doch. Und dann Flickplack. Du willst dich verletzen, mal mit deinem. Ich werde mich sowas. Mal mit deiner Unterwäsche sehen. Das wollt ihr doch alle, ja? Das will doch jeder sehen hier, oder nicht? Hip mich, Bro, hip mich! Ja! Noch höher! Auf jeden Fall sehr gut. Aber es reicht doch nicht ganz für die nächste Runde, muss ich sagen. Es ist doch nicht ganz für die nächste Runde. Jetzt wollen wir nochmal. Wow! Sehr gut. Es gab auch
ein paar, sagen wir mal, fragwürdige Talente. Also ich bin Emily und ich kann so ein bisschen so Jungs aufdrehen, so auf eine Jungsebene runtergehen. Okay. Kannst, warte, warte, nur, also, du kannst wie ein Junge reden. Ja, ich kann meine Tiefe so ein bisschen, meine Stimme so ein bisschen tiefer machen, so. Hä? Das ist geil. Okay, okay. Okay. Leute, guck dich mal an, Junge. Hast du gerade ein Problem mit mir oder was? Nee, ich hab kein Problem mit dir. Oder was ist hier gerade los? Ich bin in Frankfurt gelandet? Ja, die Fresse, Digga. Warte mal ab, ja? So, hey, bist du nicht auf deinem Ego-Trip oder was? Ja, normal. Digga wurde dann auch so doll gebuzzert, dass er dann auch einfach über den Tisch zerbrach. Und dann kam die Polizei vorbei und dann war erstmal. Wenn ihr alle Talente sehen wollt, dann schaut auf Svens Kanal vorbei, der hat ein ganzes Video rausgemacht. Wird wahrscheinlich erst Montag online. Aber wenn ihr mehr davon sehen will, lasst ein Like da. Es hat uns immer mega Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Talente. Und auch die Fragwürdigen war ziemlich lustig. Also Grüße geht raus. Marcel ist wieder am Start. Yes. Es geht wieder los. Der Mann hat so viele Sachen mitgebracht. Wir haben heute die verrücktesten E-Fahrzeuge hier. Was ist das hier? Damit kann man fahren. Wir haben so viele Sachen hier. Wir haben einmal hier das schnellste Hoverboard der Welt. Das ist das stärkste Hoverboard der Welt. Okay, Freunde, wir haben hier das komischste Gerät der ganzen Welt. Was ist das? Ein Football. Fahrzeug. Wie macht man, ist das schon an? Ja, wo ist das denn? Ist das, Alter? Jetzt fängst du mit dem rechten Fuß an. Oh Gott, oh Gott, was ist das? Das ist ja ultra nice. Warum piept das so? Juhu! Nein! Was ist das für ein komisches Gerät, Digga? Ich kann nicht mehr. Für mich wie dieser eine Typ, der Bruder muss los macht, weißt du? Bruder muss los. Bruder muss los. Hey, das ist ja wie das. Wie komisch sieht das aus, alles? So skraft. Mal gucken, mal Offroad, Offroad, Offroad. Ich kämpfe, ich kämpfe, oh mein Gott. Willst du gerade vorwärts fahren? Ja! Der Football ist das Beste von allen. Hä, willst du gerade wirklich ernsthaft vorwärts fahren? Ja! Du wolltest nicht rückwärts fahren, das kann nicht sein. Ultra easy, Digga, was ist das alles? Das sind alles so wilde Sachen irgendwie. Gott zu sehen, du machst gleich einen Spagat. Ich mache nichts, ich mache nichts. Oh mein Gott. Ich mache nichts, was ist das? Ich mache gerade nichts. Hör auf, es muss stoppen. Es muss stoppen, hallo. Oh Gott. Okay, das ist es nicht. Okay, das schnellste Hoverboard der Welt. Aha. Und jetzt kannst du ruhig. Aber Handy. Oh nein, das war ein iPhone 15. Okay, pass. Nichts auf. Ist mit dem Handy passiert. Danke, Daniel. Das vorwärts drücken oder rückwärts drücken. Also, kennt ihr noch das Heymobil? Das erinnert mich gerade richtig krass ans Heymobil, Digga. Dann habe ich für den Kanal von Scooterhelden ein richtiges Rennen abgedreht und wir hätten es dabei belassen sollen, denn danach hatte ich die schlechteste Idee ever. Leute, wir haben jetzt hier so ein richtig krankes Kart, das ist auch wieder viel zu schnell eigentlich, das ist geisteskrank. Man kann mit dem Ding auch driften scheinbar. Und ich würde sagen, du bist der Profi, du musst jetzt gleich einmal kurz zeigen, wie man das macht. Und ich zeig dir jetzt mal einen 360er. Das war das schnellste Kart von allen, hat einen richtig fetten Motor drin und man konnte damit scheinbar driften. Und Marcel hat mir das vorgemacht, wie ich das nachmachen sollte. Okay, das, was jetzt kommt, muss ich nachmachen. Okay. Wie soll ich das denn machen? Okay, wir versuchen es. Ich versuch's. Kiki, easy, kein Problem. Hat einer den ab? Bei dem Drift sind aber dann Teile vom Reifen abgefallen und das Auto hat die ganze Zeit so gewackelt des Todes. Und ich dachte schon so, oh Gott, was mache ich hier? Und ich hab's dann auch erstmal probiert, es hat auch nicht so gut geklappt. Komm, Freundes! Was? Nochmal! Feuer, Vollgas! Ah, es war ein halber, oder? Ja, noch nicht mal ein halber, würde ich sagen. Noch nicht mal. Noch einmal. Und dann dachte ich dir, ich muss es jetzt schaffen. Ich nehme jetzt richtig Anlauf und dann ist der Giga-Fail passiert. Was ist das für eine Mission? 270 so. Oder so? Vorsicht. Hast du es? Okay, ich glaube, dass du den Driften. Lass ich lieber sein. Hey, das war doch fast so wie du. Du lebst noch. Ich bin zufrieden, du lebst noch. Okay. Ja, knapp. Also war nicht so ganz meins, muss ich sagen, für den Driften. Zum Glück habe ich aus dem Unfall dann gelernt, dann noch weiterzumachen. Dann bin ich kurz Offroad gefahren und das hat das Ding einfach komplett kaputt gemacht. Ist, glaube ich, auch echt besser so. Ich glaube, das hätte ich auch umgebracht. Mega, danke dir wirklich. Die Hose habe ich gestern gekauft. Perfekt. Nee, hast du nicht gestern gekauft? Wir sind beide. Ich hab dich letztes Mal schon mit der Hose. Dreh mal zurück. Kamera, schneller als du. Dreh mal zurück.